Hi, weiter geht's mit Final Fantasy 16. Ist Ich das frage mich, ob wir dieses Video vielleicht einfach überspringen sollten. Ifrit oder was von ihm übrig ist? Wir sind ja noch mal kurz vorm Bosskampf mit Ultima, wie beim letzten Lang Mal ist unsere aufgehört. Glut erloschen und hart kalt eines Funkens. Erblicke ihre Gestalt und sieh, wozu du werden musst. Schon bald wird Valestea seiner schwarzen Bürde nicht mehr standhalten. Die Gier des Menschen treibt es immer weiter in den Niedergang. Ja, ich Aber würde sagen, wir überspringen das, oder? Ja. beugt euch, ihr So. Söhne. Ich bin mal gespannt, wie lange dieses Match jetzt dauert. Ihr seht ja, ich habe mal die Kamera ein bisschen umpositioniert und mir ein bisschen was anderes überlegt, weil mir beim letzten Mal schon wieder die Facecam-Aufnahmen einfach nicht gefallen haben. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, wie das so läuft. Und ich hoffe, es gefällt euch, so wie ich es jetzt eingerichtet habe. Knie vor mir nieder. Okay, das war schon mal nix. Ein bisschen drauf konzentrieren, was er tut. Ja, das funktioniert im Moment nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Er schlägt noch viel schneller zu als Barnabas Tarm. Haben gerade ein paar gute Treffer gelandet jetzt. Ich habe keinen Rhythmus im Moment. Wie mich einfach alles trifft, was er macht. So, ich will dich auch mal treffen, Junge. Wenigstens mal ein bisschen Schaden machen. Ja, der dreht ja gleich noch richtig auf. Nix hier weg hier. War gut. Ich kriege diesen Rhythmus irgendwie noch nicht so richtig hin. Von seinen Standard-Hits. Ja, der war nicht schlecht. Ich komme hier nicht weg. Ich bin dem doch ausgewichen. Scheint nicht gut genug. Der hat mir gefallen. Gleich noch einen hinterher. Und jetzt ran. Das macht halt kaum Schaden, ne? Der erholt sich auch sehr schnell wieder. Euer Widerstand wird eure Sünde nicht ungeschehen machen können.
Ja, ihr seht mich jetzt von oben mit der Facecam. Apropos gesenkter Kopf. Ich hoffe, es sieht nicht so vogelperspektivenmäßig aus. Ich muss das selber erst nochmal abchecken, wie das jetzt im fertigen Video wirklich so rüberkommt. Ich finde es aber relativ angenehm, weil mich, wenn ich mich in diesen Bereich fokussieren kann, von hier kommt das Bildschirmlicht und es ballert mir nicht die ganze Zeit so ins Gesicht, wenn ich, wie früher, wenn ich hier die Kamera, wenn von hier das Kamerabild kam. Vielleicht kann ich so ein bisschen angenehmer schieben, dass ja auch ein guter Mehrwert von einem Let's Play wäre. Was soll man denn da machen? Der ist verdammt schwer. Ich brauche kurze Pause, Leute. Ich muss mich ein bisschen abreagieren. Der ist verdammt schwer. Jeder Schlag von dem hat eine gewisse Verzögerung. Dann dieser komische Gravigar-Angriff, dem ich nicht entkommen kann. Währenddessen deckt er mich mit anderen Sachen ein, denen ich nicht entkommen kann. Also ich weiß noch nicht, was für ein Kraut gegen den gewachsen sein soll, ehrlich gesagt. Der hat unendlich viel Leben. Klar, ich kann seinem Shit ein bisschen ausweichen, aber das hilft mir ja auch nicht wirklich. Jetzt kommt wieder der Mist. Das kann man auch nicht kaputt machen. Das war kein schlechtes Ausweichmanöver. Schläge kommen immer so verzögert, dass ich sie nicht abschätzen kann. Jetzt kommt das Schlimmste. Dagegen kann man gar nichts machen, so wie es aussieht. Das zieht mich einfach permanent an. Oh, dann bin ich sogar mal erfolgreich ausgewichen jetzt. Ja, ich muss erst wieder reinkommen. Das sieht nicht so schlecht aus gerade. Hier habe ich gerade ein bisschen einen Rhythmus gefunden. Jetzt bin ich zu nah, jetzt saugt es mich an. Na, es ging. Es hat mich trotzdem wieder irgendwas erwischt. Jetzt dreht er ja alles richtig auf. Und du wagst es, deine Hand gegen uns zu erheben? Was jetzt? Der Raum krümmt sich. Ach nee, das ist neu. Wir haben ihn tatsächlich weitergebracht als beim letzten Mal. Er will es beenden. Wäre nicht das erste Mal. Oh ja.
aber garantiert das Letzte. Dein Schicksal ist unabwendbar. Überlasse dein Fleisch der Dunkelheit. Dein Leib gehört uns. Knie vor uns nieder. Das war eine gute Ausweiche, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Hat mich nicht ein einziges Mal getroffen. Das war schlecht. Kommt man so schlecht drüber. Komm, friss auch mal was Ultimatives, du Scheißkerl. Mehr Damage. Muss man einfach nur rechtzeitig ausweichen, dem Kram. Solange man sich nur darauf konzentrieren muss, geht's. Bin ich erwischt. Was für ein Drecksboss, oder? Das ist eine miese Scheiße. Meine dicken Schläge verfehlen ständig ihr Ziel. Oh Mann, und seine treffen immer ihr Ziel. Das wollte ich die ganze Zeit schon. Hat auch nicht getroffen. Was ein Rotz. So böse. Mal gucken, ob wir den noch schaffen jetzt. Der hat nicht mehr so viel, aber der nimmt fast keinen Damage. Jawohl. Yeah.
einfach richtig. Genug. Ja. Boah, ey. Was bin ich froh, das hat geklappt. Eiserner Tanz. Das dürfte eine Odin-Fähigkeit sein, oder? Aber die finde ich nicht so interessant, wenn ich ehrlich bin. Du Scheißkerl. Entschuldigung. Endlich. Ausdrucksweise. Unzählige Generationen warteten wir auf diesen Moment. Was treibt er jetzt? Die Missgeburt. Auch wenn dich deine Mühen stärken, lastet die Sünde schwer auf deiner Seele. Aber Gnade ist dein. Tu Buße und alles wird vergeben sein. Tu Buße, tu du erstmal Buße. Würde ich mal vorschlagen. Meine Freunde. Und Familie. Interessant. Das sind alles Leute, denen wir wehgetan haben. Irgendwo. Oder die wir enttäuscht haben. Denkt Clive, vermutlich. Sag mir, Clive. Wie viele Leben hast du gerettet, seit du meinen Namen trägst? Ein paar. Und wie viele zerstört? Wohin wir auch gehen, hinterlassen wir ein Tränenmeer. Ja, komm, so schlimm war es nicht. Dies ist der Preis deines Willens, Sohn. Was nutzt uns denn die Freiheit, wenn unsere Entscheidungen alle nur ein Ende finden, den Tod. Es ist zwecklos, Clive. Also gib endlich auf. Okay. Warum lassen wir nicht all das hinter uns? Einfach alles beenden. Aber das wäre ja aufgeben. Und Clive ist nicht der Typ, der aufgibt. Clive! Bitte? Warum rettet mich keiner? Warum liebt mich denn niemand? Dieser Schmerz! Ich verzehre mich doch nach ihr! Was soll ich doch für sie opfern? Und der auch. Aus Wille wächst Verlangen. Es wird stärker und verzehrt euch. Zerstört eure Vollkommenheit. Hört ihr denn nicht, wie die Welt stöhnt und seufzt unter der Last eurer hungernden Herzen? Aber du könntest all dem ein Ende setzen. Ende setzen. Idealerweise, indem wir Ultima platt machen, ne? Was passiert da jetzt? Clive! Clive! Die Psycho-Show, ne? Dinge, die ihm keine Ruhe lassen. Ist das Valut? Ich glaube schon.
Das ist alles nur Illusion. Wach auf. Eben. Lass uns nach Hause gehen, Clive. Ja, Clive, mein Bruder. Bruder. Dem Phönix kannst du halt immer vertrauen. Der führt dich zurück auf den rechten Pfad. Du musst dich erinnern. Clive. Nochmal, bis du es weißt. Wir sind Wir sind zurück aus diesem... aus diesem finsteren Ort. Ultima konnte uns nichts anhaben. Verdammt. Selbst hier wird das Licht des Leibes Willen nicht erstickt. Und der Phönix? Wie ist es ihm gelungen, hier einzudringen? Unmöglich. Es sei denn... Ascens. Dass er bereits Bestandteil von Mythos war. Ein Mal des Phönix, eingebrannt in sein Herz, hat durch die Kraft des Willens Gestalt angenommen. Der Wille vermag zu schöpfen. Ist das möglich? Ist ihr Wille wirklich so mächtig? Wie lange willst du noch reden? Ohne Heiltränke jetzt Bosskampf Teil 2. Da ist er. Der Aszendent. Der aufgestiegene Ifrit. Wie dumm er guckt, ne? Hau ihn in Stücke jetzt. Dies ist keine bloße Evolution, sondern Abspaltung. Kann dies ein Keim von Logos sein? Logos? Ein anderer Gott, ne? Ich glaube schon. Das war mal ein Mutterkristall. Asche zu Asche Trophy. Und so wie es aussieht, ich wage sanfte Hoffnung zu entwickeln, dass wir gleich nochmal die Kontrolle über Clive bekommen und nicht jetzt schon das Spiel durchgespielt haben. Wir sind bei 94% Main Story. Ich weck dich nur ungern. Ich habe nachgeguckt. Aber wir müssen hier schnell raus. Am besten jetzt. Wir sind leider immer noch am Arsch der Welt hier. Wie wir da wohl rauskommen sollen? Erneut wählt unsere Schöpfung einen anderen Pfad als den ihr bestimmten. Trunkenen Hochmut hältst du dich für einen Gott. Öffnest dich Logos. Doch dein Höhenflug hat hier ein Ende.
Logos. Wovon redest du überhaupt? In der Wiege des Ursprungs erwachen unsere wahren Kräfte. Und dort wirst du Vollendung erfahren. Bald, Mythos. Bald wirst du zum ersten Mal erkennen, was wahres Leid bedeutet. Ah ja. Crescendo bis zum letzten finalen Moment. Was verborgen lange dämmerte, erwachet nun. Die Welt zurück an der Quelle. Was macht er jetzt? Es gibt keine Mutterkristalle mehr, keinen Äther. Zumindest keinen herausgezogenen Äther aus dem Erdinneren. Boah, was geht denn da ab? Ist das eine Festung? Ist das der dunkle Ort? Das sieht ja mega krass aus. Voll geil, oder? Ein riesiger Kristall aus Eis. Wahnsinn. Geil gemacht. Hut ab, Square Enix. Das sind unsere Leute. Kämpfen immer noch gegen die Arkasischen. Aber sie schlagen sich gut, guck mal. Aber es muss sehr anstrengend gewesen sein gegen solche Monster. Der Kristall ist doch schon weg. Fresse. Das sieht halt gar nicht gut aus, ne? Ist das Äther? Was in Gwigos Namen geht hier vor? Nichts Gutes. Gav pfeift, glaube ich, aus dem letzten Loch. Wir sind zurück. Gott sei Dank. Clive! Joshua! Jill! Ist jemand verletzt? Wir nicht. Was ist passiert? Erst müssen wir hier weg. Mit! Ablegen! Los! Und wie will dieses Schiff da ablegen? Das ist auf die Mauer draufgefallen. Das müssen wir runterschieben. Mit Esper-Kräften oder so. Ich folge euch sogleich. Dion. Mach keinen Danke. Scheiß jetzt. Das bringt doch nichts. Wir können denen auch ohne Rückendeckung entkommen. Komm jetzt mit. Du Opferer. Ja? Der war gut. Jetzt nicht stehen bleiben. Gut. Wie ich einfach bange, ne? Um die ganzen Charaktere, die da mit uns bei sind. Das ist schlimm. Das Spiel hat mir das schon angetan. Ich mag jeden einzelnen von denen, die da mit auf dem Schiff sind. Ja, Freunde, das sieht doch gut aus. Ich glaube, wir haben tatsächlich noch eine Gelegenheit, alle optionalen Dinge zu machen, die wir machen wollten.
Geh ins Versteck zurück. Ja, das ist sehr, sehr gut. Ich würde mal sagen, dann machen wir nächste Folge ein paar schöne Essmonsterjagden. Ne? Das große Finale gibt es dann in ein, zwei Wochen oder so. Ich habe eine Zurück an der mit Quelle. Zu besprechen. Als erstes rede ich mit Otto. Das klingt gut. Und ich mache ein bisschen früher Schluss, da ich noch ein bisschen was zu erledigen habe. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat meine neue Facecam-Konstellation gefallen. Falls nicht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen am Üben. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein ganz gutes Ergebnis erzielt. Wenn dieses Facecam-Video mit einem guten Greenscreen-Effekt und einem scharf gestellten Gesicht soweit gut genug aussieht im fertigen YouTube-Video, dann werde ich das jetzt in Zukunft so machen, wie ich es gerade mache. Ja, ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Dann erforschen wir noch ein paar optionale Sachen. Wir holen uns ein paar neue Waffen, ein paar neue Ausrüstungsgegenstände und bekämpfen ein paar mächtige Monster, sofern wir sie denn finden. Danke euch fürs Zuschauen. Liken, kommentieren, die Glocke aktivieren, Abo dalassen. Würde mich alles sehr freuen. Macht das bitte.